Moin und herzlich willkommen zur Casual Couture Wochenshow. Heute ist nicht Freitag. Keine Angst, du musst tatsächlich morgen noch einen Tag arbeiten gehen und erst dann ist Wochenende, denn heute ist erst Donnerstag. Warum das so ist, dazu gucken wir nochmal zurück in die Wochenshow der letzten Woche, denn da habe ich Folgendes gesagt. Irgendwo auf der Welt wird wahrscheinlich noch Fußball gespielt, aber keine Ahnung. Und spätestens damit sollte wohl der Beweis angetreten sein, dass ich tatsächlich mit der Nationalmannschaft nicht so richtig viel zu tun habe. Denn letzten Freitag hat natürlich das Testspiel von Deutschland stattgefunden. Ja, habe ich nicht geguckt, aber viele von euch wahrscheinlich. Deswegen seht es mir nach, dass ich eigentlich euch ein fußballfreies Wochenende gewünscht habe. Was ich allerdings weiß, ist, dass morgen die EM beginnt. Und das mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Und bevor du jetzt in die schwierige Situation kommst, um zu überlegen, guckst du Nationalmannschaft oder guckst du doch die Wochenshow, habe ich mir gedacht, ziehen wir das Ganze einen Tag vor und machen das mal auf einem Donnerstag. Man soll ja auch mal neue Wege gehen. Deswegen heute die Wochenshow mit ganz viel Peaceful Hooligan pünktlich zur EM eingetroffen. Dem versprochenen Poster, dem Treziot und einem Bestellmistake und dann noch hier ein bisschen was von unserer Eigenkollektion als Ausschau. Also gar nicht so viel Themen heute, aber trotzdem bleibt dran, es wird spannend. Und wir beginnen heute, wie so oft, mit einem Kaltgetränk. Nicht mit der zuckerfreien Premium Cola von Casual Couture. Ich kann es nicht oft genug sagen, sondern ich habe von unserem lieben Kunden Olli eine Kukumis, das ist ein schwieriges Wort, Sophisticated Drinks. Meine Güte, eine Limo bekommen aus Hamburg, das Hamburger Original und Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk mit Lavendel-Bergamott-Geschmack. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie gesagt, Flaschenöffner habe ich letzte Woche thematisiert, besitze ich immer noch nicht. Ich genieße das Ganze mal aus der Flasche. Jo, hat irgendwie nicht wirklich viel Geschmack. Deswegen bin ich ein bisschen zögerlich. Aber denke mal, kann man trinken, auf jeden Fall im Sommer sehr erfrischend. Also Olli, vielen Dank dafür. Ich werde es nach der Sendung genießen. Ich stelle das mal aus dem Bild, weil ich nur einen Bierdeckel hier habe und nicht, dass dann wieder irgendwelche Leute sagen, hier die wackelnde Cola geht gar nicht. Also ich fange mal an mit dem aktuellen Fehler. Oder wir haben neu reingekommen, den Treziot. Der ist wieder da, diesmal in schwarz. In grün war der, oder ist er glaube ich fast bis ein, zwei Größen ausverkauft, weil der Schuh kostet nach wie vor nur 79,90 Euro. Und ja, was auch immer da schiefgelaufen ist, das ist nicht die größte Größe. Das ist eine 46. Wir haben auch noch eine 47, ein Drittel, die steht aber im Store. Deswegen habe ich heute hier nur die 46 da. Und das hier ist auch nicht die kleinste Größe, das ist nämlich eine 36, sondern, ich weiß gar nicht, was da unterkommt, 35 und irgendwas, ist die kleinste Größe, die auch im Store steht. Und wir haben tatsächlich von dieser kleinen Größe bis zu dieser großen Größe alle Größen verfügbar. Denn wie auch immer es gekommen ist, habe ich neben meinem normalen Size Run, den ich bei Schuhen so bestelle, sind halt Frauengrößen in den Warenkorb gewandert. Ging nicht mehr zu stornieren. Aber da viele von euch ja immer danach gefordert haben, warum habt ihr denn keine Damenschuhe? Haben wir jetzt. Ne? Ausnahmsweise mal gibt es den und das für schlappe 80 Euro. Jetzt auch in Damengrößen. Bei unserem Store sind sie schon alle da, aber natürlich auch online. Also, liebe Damen, unbewusst habe ich an euch gedacht. Und deswegen gibt es jetzt auch einen Schuh für euch bei uns. Und dann letzte Woche schon angekündigt, neben dem SL72 Poster und dem Handball Spezial Poster gibt es jetzt auch ein neues Poster zum Samba. Wer hier mal im Bild schauen mag, da hinten an der Wand hängt noch immer das Copacabana Samba Poster, was wir damals zu dem Samba Copacabana rausgebracht haben. Und jetzt dann hier nochmal Ipanema.
Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in Rio, deswegen habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe es mir aber dann von Jens, dem Schöpfer dieses Plakats, nochmal erklären lassen, dass die Copacabana ist natürlich der eine Strand und um die Ecke ist der nächste Strand und das ist Ipanema, wo selbst Frank Sinatra schon einen Song drüber gesungen hat. Also hier das Ipanema-Poster mit dem Samba gewidmet, Colorway in dem Fall, der weiße mit schwarze, gibt es aber zu allen anderen Colorways, die du aktuell bei uns kaufen kannst, gratis dazu. Also kannst du deine Kollektion zu Hause an Postern erweitern. Und dann schiebe ich noch die Top-News zwischen, dass wir ab sofort CB Company mit 30% im Sale haben. Also wer da noch schnell mal zuschlagen möchte, der sollte jetzt mal zusehen. Denn 30% auf CB Company, da kann man schon ganz ordentlich was sparen. Und da sind noch ein paar geile Teile auf jeden Fall am Start. Und dann sind wir eigentlich schon bei Peaceful Hooligan. Damit schwafel ich nachher ein bisschen am Ende und fange mal hiermit an. Denn ich habe hier eine wunderschöne Badeshorts mitgebracht. In Pink. Das ist XL, nicht wundern, die ist ziemlich groß. Und hat hinten, das kann man so wahrscheinlich besser in dem Licht sehen, hinten riesengroß den tonalen Schriftzug Hooligan und vorne natürlich Peaceful. Ich würde sagen, wenn du damit am Strand unterwegs bist, machst du einen guten Eindruck. Innen drin Netzfutter in den Taschen und auch sonst hier Netz, dann Gummizug zum Strammziehen und auf dem Gesäß gibt es noch einmal eine Tasche mit Reißverschluss, sodass du auch ein paar Sachen verstauen kannst, die du nicht verlieren möchtest. Neben diesem wunderschönen Pink gibt es das Ganze auch noch in Blau und natürlich in Schwarz. Da müssen wir mal gucken, aber auch da kann man das schon, man kann es erkennen, sehr dezent. Also für die dezenten Peaceful Hooligans unter euch jetzt hier Badehosen. Die kosten 49,90 Euro. Und die ganzen Shorts von Peaceful Hooligans sind ja eh schon vor ein paar Wochen gekommen. Hatte ich ja schon in der Sendung. Aber neu haben wir die Infantry Trousers. Das ist die lange Cargohose von Peaceful Hooligan. Die hat hier unten so Bündchen, allerdings nicht so richtig super eng, aber schon, dass das am Bein anliegt. Dann zwei aufgesetzte Taschen, hier mit so einem Gummiklett von Peaceful Hooligan oder mit PH-Logo drauf. Die Tasche ist schon ziemlich groß, also die ist auch so aufgestellt. Da kriegt man schon einiges rein. Der Klett ist relativ klein und dezent, sodass man nicht, wie bei anderen Hosen in der Vergangenheit, sich da irgendwie sonst wie dran rumreißen muss, um es überhaupt zu öffnen. Auf dem Gesäß gibt es zwei Taschen, hier der Gummipatch, die haben einen innenliegenden Druckknopf und ansonsten hier zwei geräumige Taschen vorne, Reißverschluss, hier oben auch ein Druckknopf zum Verschließen. Gucken wir mal, ob hier noch eine Geheimtasche drin ist. Dem ist nicht so. Also, solide Cargohose, kostet 99 Euro, gibt es in diesem Grauton. Und dann in Navy, in beiden Farben, jetzt online und im Store verfügbar. Und dann schiebe ich mal diesen Stapel hier rüber. Denn es gibt natürlich auch dieses Jahr bei Peaceful Hooligan wieder jede Menge neue T-Shirts. Da haben wir hier zum einen mal das Tennis-T-Shirt mit dem Peaceful Hooligan-Schriftzug, zwei Tennisbällen mit den Tauben drauf. Die T-Shirts kosten alle 34,90 Euro. Dann haben wir hier das DPM Patent T-Shirt. Das gibt es auch noch in Dunkel. Peace Hooligan, Make Your Own Rules drauf. Und dann haben wir das, gucken wie es heißt, Frontline T-Shirt mit einer Fußballszene, würde ich mal sagen, eine Tribünenszene. Ist ganz lustig gemacht, weil nämlich halt die ganzen Protagonisten, also auf nicht der Polizeiseite, sondern auf der anderen Seite, sind halt unkenntlich gemacht, indem ihm Peaceful Hooligan übers Gesicht geschrieben wurde. Also, auch das. Und dann, dies finde ich besonders cool, das Boomtown T-Shirt hier mit einem Straßenschild, was mit Graffiti besprüht ist. Und hinten drauf dann auch im Graffiti-Style so ein großes Make Your Own Rules Tag, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Hinten drauf. Das finde ich tatsächlich richtig gut, das T-Shirt. Und ja, dann sind natürlich die normalen Outline-T-Shirts wieder gekommen in den Standardfarben. Weiß allerdings ist nicht mitgekommen. Schwarze Navy da und dann als saisonale Farbe jetzt dieses hellblau.
Dann gehen wir so ein bisschen in die Ska-Richtung. Da haben wir halt hier die Taube im typischen Two-Tone-Look. Das T-Shirt gibt es auch noch umgekehrt, also weiß mit schwarzem Druck. Und dann hier nochmal, wie heißt das? Ransom Print Shirt. Also mit so ausgeschnittenen Zeitungsartikeln, was natürlich auch an alte Punk-Platten erinnert. Das ist schon die Geschichte mit den T-Shirts. Alle 34,90 Euro. Auch das mit dem Backprint. Guckt einfach, was euch gefällt und schlagt dazu. Und dann komme ich hier zu den etwas besonderen Teilen. Und zwar gibt es im Bereich der Tracktops bei Peaceful Hooligan neue. Die haben auch einen Namen und der ist nämlich, okay, Baseline Tracktop. Das ist jetzt nicht ganz so extrovertiert. Also, da haben wir hier diesen Colorway oder auch einfach mal, um zu sehen, wir haben immer tonal abgesetzte Arme. Hier vorne nochmal zwei feine Streifen. Das Gummi-Logo vorne drauf, Reißverschluss, zwei Taschen hier auch mit Klett. Hier nochmal ein Peaceful Hooligan-Logo. Das gibt es in dieser Farbkombi, dann in Schwarz mit Grau und in Navy mit so einem Dunkelgrün. Also die drei Oberteile gibt es, die kosten 74,90 Euro. Und dann gibt es dazu nicht etwa drei passende Shorts, sondern tatsächlich vier. Denn zu dem hellblauen kann man dann hier die Shorts sich dazu holen. Die hat hier zwei Streifen, hier das Gummilogo, innen Gummizug und hinten drauf auch eine Kletttasche. Die Seitentaschen haben in diesem Fall sogar einen Reißverschluss. Die Shorts kosten 59,90 Euro und die kann man natürlich hier perfekt zu dem Oberteil kombinieren. Und dann kann man natürlich die schwarze perfekt mit den grauen Streifen zu diesem Oberteil kombinieren. Und bei dieser Hose hier, oder bei diesem Oberteil, was ja grün-navy ist, habe ich einmal die Möglichkeit, entweder mit einer grünen Shorts das Ganze zu kombinieren. Oder wenn ich doch mehr Bock auf Blau habe, mache ich das Ganze mit der Navy-Farbe. Das ist tatsächlich, finde ich, eine richtig coole, gelungene Geschichte. Hier kann man auf jeden Fall viel rumspielen. Preis-Leistung ist hier, denke ich mal, auch richtig gut angesiedelt. Und damit ist es schon durch. Also damit ist tatsächlich Peaceful Hooligan schon durch. Es sind ein paar Sachen nicht geliefert worden. Peaceful Hooligan hat diese Saison arge Probleme, was die Verschiffung aus Asien angeht. Deswegen ist auch alles so super spät bei uns eingetroffen. Dennoch, die ersten von euch haben da schon reichlich zugeschlagen, vor allem bei den Shorts. Dementsprechend scheint da ja nach wie vor ein großes Interesse bei euch zu sein. Und damit könnte ich eigentlich diese Sendung schon wieder beschließen, denn ratzifatzi bin ich schon durch. Aber ich habe euch hier nochmal was mitgebracht und zwar ist das ein Prototyp eines Bucketheads. 100% Baumwolle, hier mit so zwei Luftlöchern drin, unten, oh, hier ist sogar noch ein Faden dran, der soll da natürlich nicht dran sein. Also das ist so ein Standard-Buckethead und oder Standard-Buckethead, hört sich auch blöd an, ne? Das ist ein Buckethead für jeden Tag zum Benutzen, der von der Passform uns am meisten zugesagt hat und der tatsächlich auch schon in der Pipeline ist. Also wahrscheinlich morgen, denn heute ist ja Donnerstag, genau, also morgen ist eigentlich versprochen von der Produktion her, dass die bei uns eintreffen. Dann gibt es die ersten, nee, sind nicht die ersten, weil wir mit Les ja schon mal welche zusammen gemacht haben, aber dann gibt es auf jeden Fall im Rahmen von The Collection neue Bucketheads. Auch im Rahmen von The Collection sind die neuen T-Shirts auf dem Weg, die Polos sind endlich da, dann gibt es einen neuen Viertel-Zip und die Caps werden nachbestückt, auch in neuen Farbkombinationen. Also, aber auf jeden Fall der Buckethead. Und weshalb ich den mitgebracht habe, ich habe nämlich hier auch noch aus Altbeständen zwei Tüten voll mit unseren alten Löwen-Patches. Wer von euch kennt den noch? Das war, als wir mit The Collection angefangen haben, der erste Patch, den wir benutzt haben auf T-Shirts, auf Hoodies, auf Sweaties und so weiter und so fort. Und leider ist es aber so, dass sich der Patch mit der Zeit, gerade auf einem T-Shirt, was hier vorne sehr viel in Bewegung ist, dann doch an einigen Stellen mal gelöst hat. Und das ist natürlich nicht der Anspruch, den ich habe, dass sich irgendwie der Patch halt dann löst und hier runterhängt oder ganz abblättert. Deswegen haben wir das dann irgendwann umgestellt auf den eingestickten Löwen, weil mit dem kann natürlich nichts passieren. Aber wir haben die Dinger noch und eigentlich waren die auch ganz cool. Und jetzt habe ich mir tatsächlich dann heute irgendwie, ist mir dann auf die Idee gekommen, wir könnten ja eigentlich auch auf die Bucketheads den alten wieder raufmachen. Kann man das, es hält so, ne? Ja.
Also statt den eingesteckten Löwen, die gibt es jetzt auf jeden Fall, also die sind schon in der Produktion, könnten wir natürlich auch wieder ein paar mit so einem Aufgesetzten haben. Das würde ich tatsächlich irgendwie, gefällt mir ganz schön gut. Also deswegen gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du Bock hast auf so ein paar Artikel wieder mit dem alten groß aufgesetzten Patch oder ob dir der kleine Löwe eh besser gefällt. Dann werde ich mal gucken, ob wir da vielleicht noch eine kleine Runde in die Produktion schicken. So, und ansonsten, nächste Woche geht es ja dann schon rund. Casual Couture Loyalty Firm Weekender in Hamburg. Denk dran, falls du noch kein Mitglied bist, es hilft uns wirklich sehr. Es klingt ein bisschen blöd und vielleicht ist auch für den einen anderen auch ein bisschen abschreckend, dass man da 60 Euro für bezahlen soll, um hier Mitglied zu werden. Das ist aber lange durchdacht und macht auch tatsächlich Sinn. Also die 60 Euro ist vielleicht, für die einen mag es viel sein, aber und für die anderen sagen, hey, mit 60 Euro helfe ich euch nicht. Doch, auch mit 60 Euro Beitrag hilfst du, weil gerade die Verwaltung von diesem ganzen Krams kostet auch wieder Ressourcen. Und damit uns damit nicht noch extra Kosten entstehen, sind diese 60 Euro angesetzt als Jahresgebühr. Also da unterstützt uns wirklich jede Mitgliedschaft und deine Treue, die du natürlich auch so zeigen kannst, indem du regelmäßig bei uns einkaufst, wird damit aber auch nochmal für uns greifbarer. Also deswegen, falls du noch kein Mitglied bist, wir freuen uns wirklich über jeden und wir freuen uns vor allem nächstes Wochenende, wenn ihr reichlich vorbeikommt. Ich hatte letzte Woche in der Sendung das Buch von Jürgen Rank mit Fränkischer Schweiß und habe dann noch lapidar gesagt, wie lange es schon her ist mit dem Meet and Greet und ja, wie es so kommen sollte, ganz schnell organisiert. Das heißt, im Rahmen des Weekenders auch nächste Woche bei uns im Store ab 13 Uhr am Samstag Meet and Greet mit Jürgen Rank. Wir haben natürlich auch ein paar Exemplare von seinem neuen Buch dabei und auch sonst wird es dich mal eine lustige Talkrunde werden. Außerdem bekommen wir Unterstützung aus Köln in Form eines Live-DJs, der bei uns im Store für gute Musik sorgen wird. Dazu dann im Laufe der Woche nochmal ein paar mehr Updates. Und deswegen würde ich sagen, ich schließe heute mal und ist ja auch Donnerstag, ne? Da hat man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen vor. Also genießt den Abend, genießt morgen vor allen Dingen die Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft mit einer wunderschönen Pyroshow. Da hatte ich. Wer ist denn überhaupt zuständig für die UEFA? Nicht lumpen lassen und mal richtig Pyro rausgezaubert. Ne? Ist ja auch völlig legitim. Also ich meine, Hannover erhöht die Ticketspreise, um die Strafen für Pyros auf die Fans abzuwälzen. Ist auch eine sehr komische Vereinspolitik. Und ja, die UEFA macht das einfach mal zur Eröffnung. Aber könnte man lange darüber diskutieren. Ich würde erst mal sagen, kommt gut ins Wochenende. Ich hole mir hier nochmal die Lavendel. Es gibt übrigens Lavendel, das als letztes Mal. Das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht hätte ich es nächste Woche trinken sollen. Verdammt. Denn ich würde mal fast vermuten, in diesem Farbton wird es nächste Woche eine Textilie in der Sendung geben. Bis dahin, einen Tag noch arbeiten und dann schönes Wochenende. Tschüss.